Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Schützende Knochen. Anzunehmen bei Kol'jun Todeswandler in Nazmir. An dieser Position. Nehme die Quest gleich mal an. Darf mich nun ins Questgebiet begeben. Und hier diese Mobs töten. Skelette. Mal schauen, wie viele droppen. Vier Stück. 40 brauche ich. Ja, man muss anscheinend hier einige Mobs töten. Töte mal extra so einen großen Mob allein, um zu schauen, ob es sich lohnt, so einen zu töten überhaupt, oder man doch lieber die Gruppen pullen sollte. Fünf Stück. Also die großen Mobs lohnen sich auch, finde ich. Sechs. Hole hier ein paar Mobs zusammen. Das haben jetzt eigentlich mehr, als ich wollte. So. Elf Stück. Über die Hälfte habe ich schon. Hier sind noch ein Haufen kleiner Mobs. Mobs tot, 10 Stück. Ich frage mich, ob die Effekte jetzt auch dazu zählen. Sehe ich gleich, wie viele droppen. Wenn es eine geringe Anzahl ist, zählen sie nicht dazu. Wenn es eine höhere ist, zählen sie dazu. Und 4 Stück. Also, ich glaube, sie zählen nicht dazu. Vielleicht täuscht es auch, war vielleicht jetzt Pech. Egal. Quest ist bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Kol'jun Todeswandler in Nazmir an dieser Position. Danke fürs Zuschauen, hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao!